Hallo, ich bin Manuel Offenhäuser, Inhaber der Firma Gmünschert. Wir sind im klassischen Sinne eine Werbeagentur, machen hauptsächlich Textilveredelungen in Form von Bestickungen, Beflockungen, Bedruckungen jeglicher Art und machen aber auch noch weiter Beschilderungen für Firmen und auch komplette Werbeauftritte inklusive Materialien aller Art. Ja, und dann kam Corona und plötzlich war alles anders. Und wir mussten uns wirklich überlegen, wo wir bleiben, weil die Aufträge sind Richtung Null gegangen. Und wir haben uns neu orientieren müssen. Und als das vor 6 Wochen ungefähr alles losging und die ersten Masken zu sehen waren beim Einkaufen, ist mir wirklich eiskalten Schauer über den Rücken runtergelaufen. Und ich habe damals dann den Gedanken gefasst, was Motivierendes zu tun und Bilder auf die Masken zu machen, anstelle von einer sterilen Maske. Und so ist dann die Lifestyle-Maske entstanden mit den Drucken, mit den Motiven. Und wir haben den kompletten Prozess eigentlich neu erfunden, haben zuerst einkaufsseitens die Stoffe, die Materialien, die Bänder organisiert und dann die Machart so optimalisiert, wie es nur möglich war. Ja, und das zeigen wir jetzt euch, wie wir unsere Masken machen. Also, hier hätten wir noch die Rohstoffe für unsere Masken. Besteht aus 2 dünnen Baumwoll-Polyester-Tüchern, Mischungsverhältnis 65% Baumwolle, 35% Polyester. Die 2 Stoffe werden genau übereinander gelegt, sie haben die gleiche Größe und werden an den Rändern mit den Bändern eingefasst. Dieses Produkt wird jetzt erstmal fixiert mit Klebeband noch und dann kommt es in die Druckpresse rein und dann kommt das Motiv auf die Maske. So, jetzt wird die Maske zusammen mit dem Druck in die Presse gelegt und für ca. 90 Sekunden verpresst. Hier haben wir jetzt die Maske fertig vorbereitet zum Nähen. Wir haben uns dann eine kleine Falthilfe gemacht und im letzten Schritt wird unsere Maske jetzt vernäht. So, und hier haben wir jetzt die fertig genähte Maske. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Und das wäre jetzt die fertige Maske. Produkt gelungen. So, das war also die Produktion von unserer Lifestyle-Maske. Und ja, wie es weitergeht in Zukunft, wissen wir nicht so ganz genau. Wir sind sicher, dass das Thema Masken uns noch ganz schön lange begleiten wird. Also da haben wir noch einiges damit zu tun, bestimmt. Hoffen aber, dass wir auch wieder zu unserem Kerngeschäft zurück können und mehr mit T-Shirts, Textilien, Berufs- und Arbeitskleidung machen können und noch mehr kreative Produkte wie jetzt nur Masken. Und da bleibt man jetzt am Ball, schauen, wo die Entwicklung hingeht und dann schauen wir mal, wo wir in einem halben Jahr mit, ohne Corona, mit Wirtschaftskrise, was auch immer, dann stehen werden.